Ich habe mal wieder interessante Neuigkeiten für euch. Falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Danke für euren Support. Gestern wurde einfach der Winterfest-Trailer für dieses Jahr geleakt. Das Ganze geht hier nur 11 Sekunden lang, aber es gibt da ein paar interessante Dinge zu sehen. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal direkt an. Hier sehen wir nichts Besonderes. Ein paar Schneeflocken, ein paar Wolken, ein bisschen Text. Jetzt kommt das Interessante. Und zwar stoppen wir am besten jetzt schon mal das Video, denn oben rechts sehen wir das alte Flugzeug, was ich übelst gefeiert habe. Ich glaube, das kam in der Season 7 raus. Bin mir aber gerade nicht sicher, Season 7 oder Season 8. Ich glaube, vor der Winterzeit kam das Ganze raus und dann über der Winterzeit hatten wir das auch. Und dann irgendwann wurde das Flugzeug entfernt, was ich mega schade fand, denn es war zwar OP und nervig, aber wenn man es selbst geflogen hat, war das dann doch schon irgendwie witzig. Man konnte, glaube ich, 4 Leute insgesamt mitnehmen, also einer fliegt und 3 sitzen noch oben drauf. Fand ich schon mega, mega witzig. Oder 2 konnten rechts sitzen und 2 links sitzen. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, aber ich glaube, so war das. Also insgesamt 5 Leute konnten auf diesem Flugzeug drauf sitzen. Und jetzt wird so ein bisschen spekuliert, dass die Flugzeuge dieses Jahr wieder zurückkehren sollen. Würde eigentlich schon Sinn machen, denn die haben ja die Helikopter entfernt und wir haben jetzt nicht so viele Bewegungsmöglichkeiten auf der Karte, oder? Ich glaube, wir haben die Schockwellengranaten. Was haben wir noch auf der Karte? Ansonsten den Sand. Und ansonsten die Autos, aber auch nicht so wirklich besonders viel, womit man schnell unterwegs sein kann. Jump-Pads sind, glaube ich, auch nicht drin. Und jetzt wird halt so spekuliert, dass die Flugzeuge dieses Jahr wieder zurückkehren. Denn die alten Dateien von den Flugzeugen wurden für diese Season komplett neu aktualisiert, beziehungsweise wieder zurück hinzugefügt. Und das ist schon sehr großer, also da kann man schon sagen, dass das Ganze eventuell zu 100% zurückkehrt, aber zu 99,9% würde ich sagen, die Flugzeuge werden dieses Jahr zurückkehren. Aber jetzt kommen wir zu den interessanten Dingen, und zwar sehen wir links einen Skin und rechts unten sehen wir einen komplett neuen Skin. Und jetzt wird auch wieder so rumspekuliert, dass das die 2 kostenlosen Skins sind, die wir dieses Jahr bekommen werden. Die Spitzhacke, die der Kollege da unten rechts hält, die gibt es bereits schon. Die, meine ich, war sogar im Shop. Wir können kurz nachschauen, ob die im Shop ist. Aber ich meine, die war vor ein paar Tagen erst im Shop da gewesen. Vielleicht haben wir Glück. Ne, die ist rausgeflogen. Aber ich glaube, die wurde mir sogar geschenkt. Müssen wir jetzt kurz nachschauen. Es war eine grüne Spitzhacke. Ist es die hier? Ne, das ist nicht die, oder? Oder war das die kostenlose Spitzhacke vom letzten Jahr? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich bin mir irgendwie zu 100% sicher, dass es so eine ähnliche Spitzhacke oder komplett die gleiche Spitzhacke schon im Spiel drin ist, beziehungsweise im Shop drinnen war. Okay, dann irgendwie anscheinend nicht. Aber die kommt mir halt echt bekannt vor. Oder war das nicht? Das war doch die kostenlose Spitzhacke, die wir in der Season 7 oder nee, in der Season, wann war das? Das war letztes Jahr bekommen haben. Die war doch hier, klar, ich wusste es. Ganz genau hier, das war die kostenlose Spitzhacke, die man sich bei den Geschenken rausholen konnte. Genau, Kapitel 2, Season 1 wurde das Ganze eingeführt, Winter Wunderland. Finde ich auf jeden Fall coole Spitzhacke. Und das ist halt jetzt ein komplett neuer Skin hier unten rechts. Den linken Skin kennen wir ja bereits schon. Der wurde mit dem, nee, nicht mit dem letzten Update, mit dieser Season komplett neu hinzugefügt. Und bis jetzt kam er nicht in den Shop. Und jetzt wird halt so spekuliert, habe ich ja gerade schon gesagt, dass es eventuell die 2 kostenlosen Skins für dieses Jahr sein werden oder eventuell werden könnten. Ich würde es aber irgendwie voll cool finden, wenn der Skin unten rechts kommen würde. Den linken Skin bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich den spielen würde, denn der wäre mir ein bisschen zu breit. Und was wir auch noch hier sehen, der Schneeball-Launcher wird auch wieder dieses Jahr zurückkehren. Anscheinend mit einem neuen Skin. Also ich meine jetzt mit einem neuen Waffenskin. Sieht zumindest so aus, dass das Ganze hier neu ist. Korrigiert mich gerne, wie gesagt, gerne in den Kommentaren. Würde mich darüber freuen. Was haltet ihr davon, von dem Trailer? Ich kann ihn nochmal kurz abspielen. Ist halt sehr, sehr kurz. Und ich freue mich echt mega auf dieses Winterfest. Wir wissen nicht, ob es 14 Tage sind. Aber mit dem Update, was diese Woche kommt, werden wir zu 100% das Winterfest-Update, denke ich mal, erhalten. Sagen wir 99,9%, weil diese 100% sollten wir lieber nicht sagen. Am Ende kommt es doch nicht. Also wie gesagt, es sind nur Spekulationen. Ich bin mir sicher, die Flugzeuge werden kommen. Mit den Skins bin ich mir nicht so sicher, aber ich würde sagen, 60-70% könnte einer davon eventuell der kostenlose sein. Ich freue mich auf das Winterfest. Checkt gerne meinen Zweitkanal ab, oben rechts beim i. Vergesst auch nicht, irgendjemanden als Creator einzutragen. Falls ihr mich eintragen wollt, dann tragt gerne meinen Creator-Code ein. FER-JUS. Danke für euren Support. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem etwas längeren Video.